Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Balkonkraftwerke oder auch Stecker, Solargeräte, Kleinst-PV-Anlagen. Es gibt verschiedenste Begriffe, die man dafür verwenden kann, aber die meisten kennen es ja jetzt mittlerweile als Balkonkraftwerk. So ist es ja auch durch die Presse gegangen. Nun gibt es da verschiedene Entwicklungen, Gerüchte, Änderungen, Kritik oder auch großes Lob. Und wir können ja mal ein bisschen reinschauen, was ist das überhaupt, was macht das aus, wie ist das anders zu normalen PV-Anlagen und wie entwickelt sich das auch gerade weiter und wie könnte das vielleicht sogar in Zukunft noch einfacher werden, so eine kleine Balkonkraftwerk-Mini-Solaranlage auch in Betrieb zu nehmen. Dafür schauen wir uns mal verschiedene Seiten an. Wir beginnen mal mit der Frage, was ist das überhaupt, ein Balkonkraftwerk? Am Ende des Tages ist das ein Modul oder sind es zwei Module, also kleine Solarmodule. Oder normale Solarmodule, aber eben nur zwei Stück. Das ist also eine sehr kleine Anlage. Meistens verbaut man also Dutzende bis Hunderte solcher Module bei den mittleren und größeren Anlagen. So, und die werden dann mit einem sogenannten Wechselrichter verbunden. Und der Wechselrichter macht dann aus dem Gleichstrom, der hier aus den Solaranlagen rauskommt, den sogenannten Wechselstrom, den wir dann auch im normalen Stromkreislauf haben. Und der ist so ein bisschen auch das Sicherheitsgerät. Der schaut eben, hey, bin ich überhaupt ans Netz angeschlossen? Ja, dann kann ich jetzt auch schön produzieren. Und der drosselt auch die Leistung der Anlagen auf das, was gesetzlich zulässig ist. Nämlich eine ganz wichtige Frage bei der Definition des Balkonkraftwerks. Es ist eine kleine Anlage mit einer festen Leistungsgrenze. Aber dazu gleich mehr. So, und die kann man nun an verschiedenen Stellen also anbringen, ne? Auf dem Dach, am Balkon oder irgendwo einfach noch hingelehnt. Hier oben ist, glaube ich, nochmal ein Bild davon, wie es irgendwo an einem Balkon oder an der Seite so an der Fassade angebracht wird, je nachdem, ne, wenn man Eigentümer ist, easy, wenn man Mieter ist, muss man sich natürlich abstimmen. Ich bin jetzt hier auf der Seite von balkonstromer.de, ich kriege hier keine Provision, ne, also keine direkte Werbung, aber natürlich ist meine Bürgerenergiegenossenschaft hier mit Teil der ganzen Geschichte, dass also man kann hier auch die Balkonkraftwerke aus Gera praktisch bestellen und sich hier abholen. So, und jedenfalls diese Anlagen kriegt man dann also mit diesem Wechselrichter. An dem ist dann schlussendlich auch der Stromstecker. Und das soll dann in eine normale Steckdose. Das ist der eigentliche Plan des Balkonkraftwerks. Jetzt gibt es, je nachdem, mit wem man redet, da verschiedene Ansichten, ob der klassische Schuko-Stecker, also der Schutzkontaktstecker, der ganz normale, wie wir ihn eben kennen, ob der ausreicht. Na, also ob der in Ordnung ist, ob der legal ist und ob der auch nach so elektrotechnischen Normen das Richtige ist und eben ausreichend sicher ist. Und ich sage es mal so, die Branche und auch die Szene sagt, ja, das reicht absolut. Und der Verein der Elektrotechnik, die sagen natürlich, nee, das reicht nicht. Dann müsste schon ein bisschen besser sein. Ne? Da gibt es verschiedene Varianten von, ich sage mal, noch besser geeigneten Schutzsteckern, die dann eben auch diese Einspeisung sicherer umsetzen. Es gibt ja verschiedene Ansichten. Man ist so ein bisschen in der Grauzone. Es ist im Moment geduldet, dass man das mit dem ganz normalen Schuko-Stecker macht. Und es wird anhand der aktuellen Gesetzesentwicklung auch in Zukunft ganz normal werden. Aber da müssen nochmal Normen geändert werden. Und wir sind in Deutschland, das dauert natürlich seine Zeit. So, jetzt erinnern wir uns ja dran, wir haben auch hier auf dem Kanal über die Photovoltaikstrategie der Bundesregierung gesprochen. Die ist ja mittlerweile auch in den ersten Gesetzespaket, im Solarpaket 1 gemündet. Dazu auch gleich nochmal mehr. Das ist noch nicht beschlossen im Bundestag, aber das ist schon in der Bundesregierung abgestimmt und damit ist es auf dem Weg in den Bundestag. So. Und eben in dieser Photovoltaikstrategie gab es ja auch den Punkt, ne, Nutzung von Balkon-PV erleichtern. Daran erinnern wir uns, ne? Stecker, Solargeräte, das soll einfacher werden. So. Und da ging es dann auch darum, dass zum Beispiel die Leistung erhöht werden kann von den Anlagen. Ne? Die sollen einfach noch ein bisschen mehr können, bla bla bla. So. Jetzt sind wir ja so weit, dass wir das Solarpaket 1 auf dem Weg haben und da drin gibt es jetzt eben auch nochmal ganz klar den Punkt, 3.1, Balkonsolaranlagen entbürokratisieren. Jetzt muss man schon sagen, entbürokratisieren ist eine leicht andere Formulierung. Es soll einfach darum gehen, die Dinger leichter in Betrieb nehmen zu können. Weil man muss auch so eine kleine Solaranlage, ne, ich lasse mir jetzt liefern, meine beiden Module, meinen Wechselrichter und die Kabel, ich stecke das Ding an. Dann läuft das an sich schon mal. Hm. Aber ich muss es natürlich auch noch anmelden. Ich bin nicht komplett anmeldefrei, weil es ist eine Einspeiseanlage. Die wird im Zweifel auch einspeisen, den Strom ins öffentliche Netz. Und natürlich will der Netzbetreiber und muss auch der Netzbetreiber wissen, dass das passiert. Ne? Also jeder Strom, der ins Netz kommt, muss auch berücksichtigt werden. Das ist zwar bei so einer kleinen Anlage nicht besonders viel Strom, aber trotzdem, er ist da. Und das ist eben wichtig für die Netzberechnung, dass man das weiß, dass es diesen Strom gibt, ne? Dass der kommen wird. Und dementsprechend muss man sich beim Marktstammdatenregister registrieren.
Das ist die Seite, bei der sich einerseits alle Marktakteure, also alle Energieversorger, Netzbetreiber und so weiter registrieren und wo auch alle Anlagen registriert werden, also auch alle großen Solaranlagen, Windräder, Biogaskraftwerke und so weiter. Und dort sollen aber auch alle Balkonstecker, Solaranlagen registriert werden. Und das ist jetzt so eine der großen Herausforderungen, weil das ist wieder sehr bürokratisch. Also es gibt natürlich viele Anleitungen, wie man das macht, aber dennoch, wir können ja gleich mal reinschauen. Genau hier. Das Marktstandardregister ist also eine Plattform der Bundesnetzagentur. Wenn ich da schlussendlich meine Anlage reinbringen will, ne, ich will meine Anlage registrieren, gehe ich hier auf Registrierung starten, dann sage ich entweder, ich bin Betreiber einer Stromerzeugungsanlage, bin ich dann mit meinem Balkonkraftwerk, oder ich bin ein allgemeiner Marktakteur, nee, bin ich nicht, ich bin jetzt kein Netzbetreiber oder sowas. Also Betreiber einer Stromerzeugungsanlage und dann Anlagen an Benutzerkontos, Administratorversion, was ist hier los? Und dann okay, Registrierung starten und dann muss man eben loslegen, erstmal Daten rein und dann im Weiteren eben die Anlage mit den Leistungsdaten auch hinterlegen. Es geht ja aber noch weiter. Wir waren ja jetzt gerade hier auf dieser Übersicht. Nicht nur, dass man sich hier anmelden muss, sondern eben auch noch Anmeldung beim Netzbetreiber. Bisher muss man sich auch noch beim Netzbetreiber anmelden. Das ist so ein bisschen kurios, weil wer jetzt in der Branche ist, weiß ja, als Stromnetzbetreiber kann ich natürlich auf die Daten vom Marktstammdatenregister zugreifen. Schau einfach, ist das in meinem Postleitzahlengebiet? Eine neue Anlage ist da, alles klar, dann ist da eine neue Anlage. Okay, weiß ich jetzt Bescheid. Das machen aber natürlich die meisten nicht, aus ganz einfachen Gründen. Der Digitalisierungsstand ist nicht da. Die haben jetzt keine automatischen Schnittstellen, um das abzugreifen. Und dementsprechend ist es immer noch sehr viel manueller Aufwand. Man müsste ständig monitoren. Das machen die Netzbetreiber nicht, bisher die meisten. Und dementsprechend wollen die nochmal eine eigene Anmeldung haben. Die ist manchmal komplexer und manchmal weniger. Also es kann sein, dass das so auf einer A4-Seite ist mit wenigen Angaben oder dass man fünf A4-Seiten wie bei einer normalen Solaranlage praktisch ausfüllen lassen muss und am besten sollte auch noch die elektrische Fachkraft machen. Das soll jetzt entfallen. Also dass ich in Zukunft nur noch mich beim dem Marktstandardregister registrieren muss, aber auch dort nur noch wenige einfach einzugebende Daten haben soll oder brauche, um mich dort registrieren zu können. Das heißt, in Zukunft wird es hier wahrscheinlich noch eine andere Registrierungsoberfläche geben für das Thema Balkonkraftwerke. Das wird interessant. Anderes Thema, zwei Richtungszähler. Bisher ist es ja so, wenn ich einen klassischen Ferraris-Zähler habe oder was auch immer für einen einfachen, normalen Stromzähler. Na, der Ferraris-Zähler ist dieser alte schwarze Kasten oder hat irgendeine digitale Variante. Dann ist der nur dafür da, um meinen Bezug, also meinen Verbrauch zu messen. Das ist dann das, was auf dem Display steht. Das ist meine Kilowattstundenanzahl im Verbrauch. Wenn jetzt, also das ist eine Richtung. Wenn jetzt der Strom in die andere Richtung läuft, dann würde normalerweise so ein Stromzähler einfach rückwärts laufen, weil er wirklich in die andere Richtung jetzt praktisch geschoben wird. Wenn aber mein Zählerstand rückwärts läuft, heißt das ja, dass ich weniger Verbrauch auf meiner Verbrauchsseite stehen habe. Das Dilemma ist nun, mein Verbrauch ist da mit meinem Stromtarif gekoppelt. Wenn ich jetzt einen Stromtarif habe mit 30 Cent oder anhand der Krise 40, 50, 60 Cent, was auch immer, Kilowattstunden Verbrauchspreis, und das läuft dann rückwärts, dann heißt das, ich speise ja Strom ein für 30 Cent, 40 Cent, 50 Cent praktisch, weil ich das am Ende nicht bezahlen muss. Das ist ein Dilemma, weil Stromeinspeisung, wenn man sie vergütet bekommt, anhand der EEG-Vergütung, ist ja auf einem ganz anderen Niveau. Bei 30 Cent sind wir seit vielen Jahren nicht mehr. Das heißt, ein Rückwärtslaufen eines Stromverbrauchs ist ein Problem. Das ist nicht so, das ist nicht geregelt. Das funktioniert nicht anhand unseres energiewirtschaftlichen Systems. Für den Betreiber, also für den Verbraucher, ist das natürlich super, weil er dann weniger auf der Stromrechnung zu bezahlen hat. Aber das ist so natürlich gewissermaßen nicht richtig. Und je nachdem, wie man sieht, ist es vielleicht auch Subventionsbetrug, weil wenn man eine echte PV-Anlage, eine klassische stehen hat, die einen gewissen Vergütungsstandard hat, von meinetwegen, was auch immer, so, und weil die vielleicht auch schon 20 Jahre alt ist, hat die eine hohe Vergütung. Und jetzt habe ich aber auch noch eine andere kleine Balkonkraftwerksanlage extra dazu noch mir daneben gestellt und die speist jetzt noch mit ein. Dann ist diese Anlage plötzlich eine Vergrößerung meiner vorigen Anlage zu einem alten Preis, den ich jetzt aber gar nicht für diese neue kleine Anlage bekommen würde. Naja, also es gibt da schon Varianten, die das wirklich kompliziert machen könnten und dementsprechend ist das eine Regelungslücke, da muss Klarheit herrschen. Und in dem Solarpaket steht nun,
dass übergangsweise bis zur Installation eines geeichten Zwei-Richtungszählers rückwärts drehende Zähler geduldet werden. Und auch hier, ne, Aufdach-PV-Anlage nicht zu dem Überschreiten von Schwellenwerten für die Aufdach-PV-Anlage wird eine Ausnahme in den Regelungen zur Anlagenzusammenfassung vorgesehen. Also es kann durchaus sein, dass hier eine Balkonkraftwerksanlage einerseits einfach nur ans Netz soll und auch meinetwegen rückwärts laufen soll, bis ein richtiger Zähler dann drin ist. Oder dass eben auch eine Zusammenführung mit einer alten Anlage möglich ist, in den Situationen, in denen das dann eben vorstellbar wäre. Also mal gucken, aktuell Regelungslücke, Grauzone, schwierig und in Zukunft wahrscheinlich klar geregelt. Wichtig ist auch hier die Steckerfrage. Ich habe es schon erwähnt, dieser Schuko-Stecker, klassische Variante. Das ist nun mal nicht direkt im Gesetz, sondern in technische Normen. Jetzt muss man aber auch sagen, technische Normen sind halt für mich als Letztverbraucher, anders ist nicht ganz so greifbar, aber auch nicht so wichtig, ganz blöd ausgedrückt. Ich bin ja zum Glück Energiewirtschaftler und nicht Energietechniker. Nicht so wichtig, weil das ist ja nur eine Norm. Und ich als Verbraucher, interessiert mich das überhaupt? Naja, eigentlich schon. Aber vor allem interessiert es natürlich den Stromnetzbetreiber und die Elektrofachkraft und natürlich auch die Versicherung, wenn es schief geht. Also muss man schon auch sagen, es ist wichtig, dass auch hier die Normen angepasst werden. Da kommen wir gleich dazu, das ist beim VDE. Also hier, ja genau, DKI, die Deutsche Kommission der Elektrotechnik. Und es ist in Überarbeitung. Auch da wird Klarheit demnächst hoffentlich herrschen. So, jetzt sind wir also hier auf dem Weg. Das ist nochmal eine Zusammenfassung zu diesem Solarpaket. Und wir haben auch hier den Gesetzesentwurf. Und der ist, wie gesagt, noch nicht im Bundestag. Wenn man aber hier einfach mal ein bisschen reingeht und mal runterscrollt, gar nicht so weit, dann sieht man schon am ersten Teil, ne, Artikel 1 EEG-Änderung, dass hier schon Übergangsregelung für Stecker-Solargeräte steht. Also es wird hier auf jeden Fall eine ganze Menge angepasst. Wir gehen das hier nicht durch den Gesetzesentwurf. Ich will euch nur andeuten, es geht hier auch sofort los mit Änderungen, die die Balkonkraftwerke betreffen. Ansonsten, wo könnt ihr euch weiter damit beschäftigen? Wir haben zum Beispiel bei der Bundesnetzagentur eine Übersichtsseite im ABZ, ne, also im Glossar, wo man einfach so allgemeine Informationen sich erstmal holen kann. Und wo das eben nochmal erwähnt wird, ne, zwei PV-Module, Wechselrichter, Zähleraustausch erforderlich. Das ist hier also natürlich als Behörde, sagen die das nochmal ganz klar. Es muss ein Zwei-Richtungszähler da sein. Oder auch jeder Smart Meter kann das natürlich genauso gut am Ende des Tages. Und wie das ansonsten läuft. Und Meldepflichten. Auch hier nochmal der Hinweis, ne, du musst dich beim Netzbetreiber anmelden und du musst natürlich auch beim Marktstammdatenregister sein. Alles klar. Technische Anforderungen beim VDE. Alles klar. Oder auch nicht, denn es ist hier nicht so viel greifbar für den normalen Benutzer. Wer da ein bisschen näher ran will, ist natürlich bei der Verbraucherzentrale richtig. Die haben eine relativ ausführliche Seite, auch sehr aktuell, bei der man, ich scroll jetzt hier mal nur so schnell drüber, bei der man also wirklich jede Menge Erklärungen, auch so schöne Grafiken sieht. Das würde ich jedem empfehlen, der sich jetzt auch nochmal überlegt, sich so eine Anlage zu holen. Und jetzt will ich auch gerade noch mal schauen. Ich glaube, ich habe es nämlich gerade schon beim Scrollen gesehen. Hier ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt erwähnt, das war auch vielleicht doch weiter oben, der nämlich in den letzten Wochen so diskutiert wurde rund um dieses Solarpaket. Es war dann plötzlich im Gespräch, dass nämlich Anlagen bis zu 2000 Watt haben dürften. So, und dann haben natürlich alle gesagt, was? 2000 Watt? Das wäre ja wirklich viel, 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 viel mehr. Wo ist es denn jetzt? Ich habe das doch gerade eben noch gesehen. Und das wäre ja wirklich fast das wäre über eine Verdreifachung des aktuellen Standes. Mal gucken, ob ich das so vielleicht finde. 2000. Ja, genau, hier. So. Und das stand wirklich in der Presse, ne? Dass man also jetzt Anlagen von 2000 Watt dann demnächst machen darf. Das ist so nicht richtig, sondern die Solarmodule, die ich mir hinstellen darf, die dürfen bis zu 2000 Watt erreichen. Ja. Aber der Wechselrichter, der wird von 600 auf 800 Watt angehoben. Jetzt würde man sich erstmal fragen, was soll das denn? Warum werfe ich mir 2000 Watt Modul hin, wenn ich trotzdem nur 800 Watt am Wechselrichter produzieren darf? Der Hintergrund ist natürlich, ich stelle mir irgendwo meine Solarmodule hin und dann können die 2000 Watt. Aber das können die natürlich nur, wenn ich jetzt eine perfekte Sonneneinstrahlung habe. Also wirklich eine 100% optimale Sonneneinstrahlung, dann liefern die 2000 Watt. Wenn ich nur eine halb so gute Sonneneinstrahlung habe, dann bin ich nur bei 1000 Watt. Wenn also noch ein paar Wolken sich blöd hinstellen, dann kommt nicht genügend an. Der Unterschied von 2000 Watt und 800 Watt bedeutet, ich habe eine Sonneneinstrahlung, die nur zu 40% optimal ist
und dann bin ich bei der Leistungsgrenze, die mein Wechselrichter zulässt. Und diese 40% sind nicht so unwahrscheinlich. Also wenn ich jetzt mein aktuelles Balkonkraftwerk irgendwo stehen habe und ich habe meinetwegen so ein Monitoring-Gerät, wo ich sehe, wie viel Leistung macht es jetzt in dieser Sekunde, dann schwankt das eben anhand der Sonneneinstrahlungswinkel und anhand der Wolken und anhand auch der Aufstellung meiner Solaranlage. Das ist halt nicht immer optimal bei 100%, ganz klar. Und dementsprechend haben wir hier diesen Unterschied. Das hat wirklich nur diesen Hintergrund. Relevant ist, dass die Leistungsgrenze des Balkonkraftwerks eben sich nicht auf die Module bezieht, sondern auf die Scheinleistung, die am Wechselrichter gemessen wird. Und das sind eben diese 800 Watt. Dazu können wir, glaube ich, sogar mal beim VDE dann nachgucken. Das ist nun also dieser Verband der Elektrotechnik, wo auch verschiedenste Infos hier so stehen. Und da kann man auch durchscrollen. Hier sind verschiedene Informationen, auch so Fragen, wo aber natürlich hier der Normgeber sagt, hey, wir haben immer recht, es ist normativ notwendig, dass es eine besondere Anlage ist, die von einer Fachkraft angebracht wird und die eben auch hier besondere Steckeranschlüsse hat. Das ist deren Meinung und kann man auch respektieren. Hier steht eben zum Beispiel, hey, welche Leistungsangabe ist denn die relevante? Ne? Die maximale Wechselrichter-Scheinleistung, die in Voltampere angegeben wird. Voltampere ist gleich Watt, so grob gesagt, aber eben hier einmal Scheinleistung und Watt ist dann eben die Wirkleistung der Module. So, das ist so die nächste Stelle, bei der ich mich ein bisschen informieren kann. Und zu guter Letzt will ich es nicht vermeiden, die Clearingstelle EEG hat auch nochmal so ein paar Informationen dazu und auch immer so schöne Links auf die Gesetze und Normen und Co. Kann man sich alles mal abspeichern. Ich würde diese ganzen Seiten hier in die Videobeschreibung mal packen. Könnt ihr euch als Lesezeichen speichern, wenn ihr euch überlegt, ein Balkonkraftwerk anzuschaffen. Relevant ist nun, und da gucken wir uns das einfach hier nochmal an. Relevant ist nun, wenn ihr euch das holen wollt, es muss halt irgendwie sinnvoll angebracht werden. Wenn ihr das an einem Balkon machen wollt, naja, entweder wirklich so senkrecht an den Balkon außen dran, dann kann das optimal sein, je nachdem, wie die Sonne bei euch tagsüber vorbeikommt. Oder ihr habt eben einen Winkel, an dem ihr es anbringen könnt. So, dann schaut das Ding aber im Zweifel ganz schön drüber und dann ist das anhand eurer wohnlichen Situation vielleicht nicht ganz so optimal. Wenn ihr einen Garten habt, da reinstellen, ist absolut zulässig, ne? Solange es euer eigener Garten ist und ihr das Kabel praktisch an eine Anlage dranbringen könnt, kein Problem. Aber auch da gilt natürlich, der Einfallswinkel muss möglichst optimal sein. Also da muss man sich auch ein bisschen vorher vielleicht mal anschauen, wie die Sonne über den Tag hinweg einfach so kommt und wie sich das vielleicht auch anhand meiner Erinnerungen je Saison ändert. Ne? Im Frühling und im Herbst wahrscheinlich ein bisschen niedriger, im Sommer ein bisschen steiler. Was könnte da optimal sein? Und ich kann natürlich auch, wenn ich das Ding nicht allzu fest anbringe, sondern einfach nur irgendwo hinstelle, angewinkelt vielleicht, ich kann es ja auch mal verstellen anhand des Sonneneinfallswinkels. Über die Zeit hinweg. Von daher, ich muss mir also klar werden, was die optimale Stelle ist. Dann habe ich aktuell, wenn ich das jetzt machen will, zwei Module typischerweise, die eben irgendwo zwischen 300 und 400 Watt liegen. Und dann muss ich eben schauen, ne, Wechselrichter dazu, meistens kauft man das ja im Komplettpaket. Und der macht dann eben aktuell bei 600 Watt Schluss. Und wird in Zukunft eben bei 800 Watt Schluss machen. Da ist es teilweise so, dass die Hersteller schon angekündigt haben, wir können über ein Firmware-Upgrade das einfach erhöhen von 600 auf 800 Watt. Bei manchen wird das nicht möglich sein. Kleiner Zwischenhinweis noch. Ihr habt es vielleicht in der Presse auch mitbekommen. Es gab so einen relativ großen Skandal bei einem Wechselrichterhersteller aus China, dass der wohl ein bestimmtes Sicherheitsmodul einfach nicht eingebaut hat. Und das ist dann an Teststellen auch von der Bundesnetzagentur und Co. aufgefallen. Und dann gab es sogar den nächsten Skandal, als das nämlich dann angemerkt wurde, hey, ihr sollt mal bitte das mit dem Bauteil schicken, dass dann sogar nur eine Attrappe eingebaut wurde. Also es gab da wohl wirklich einen größeren Unfug. Das ist aber mittlerweile so durch die Presse gegangen, dass das Thema eigentlich gegessen sein sollte. Aber es würde schlimmstenfalls bedeuten, dass wirklich auch tausende Anlagen, die schon da waren, praktisch ein auch technisches Update oder einen Ersatz eigentlich bringen müssten. Bei den jetzt bestehenden Angeboten am Markt, bei seriösen Anbietern, ist das eigentlich nicht mehr der Fall. Also dieser Anbieter ist praktisch so auch erstmal ein bisschen diskreditiert und ist dementsprechend nicht mehr bei seriösen Anbietern mitvertreten. So, ihr habt also den Wechselrichter und dann habt ihr Stecker. Typischerweise ein Stecker am Solarmodul, der geht direkt an den Wechselrichter und dann
Lautstärke vom anderen Solarmodul geht andere Seite vom Wechselrichter. Hm. Super. Und dann ist da wiederum ein Ausgangskabel. Das geht dann schlussendlich zu einem Shogo-Stecker und der kann dann ans Netz angeschlossen werden, an die normale Steckdose. Da ist nun, wie gesagt, der Streitpunkt, dass man das womöglich mit so einem besonderen Einspeisestecker machen soll. Es ist natürlich auch besser, wenn ich den habe, optimal. Wenn nicht, es ist aktuell zulässig oder nicht gesetzlich verboten, besser gesagt, dass ich das mit einem ganz normalen Shogo-Stecker dann mache. Hm. Okidoki. Naja, ich bin auf jeden Fall keine Elektrotechnikberatung. Ich bin keine Elektrofachkraft. Ich bin Energiewirtschaftler, der eben in diesem Kontext auch in einer Bürgerenergiegenossenschaft bei Konkraftwerke mit vertrieblich positioniert. Aber auch wir sagen, hey, wir sind nur die Verkäufer. Der Hersteller selbst ist natürlich derjenige, der sich dann um die technischen Spezifikationen kümmern muss. Nur hier die Empfehlung, wenn ihr euch das nämlich hier mal bei balkonstromer.de anschauen wollt, hier unten sind relativ ausführliche Fragen und Antworten und auch zum Beispiel die Handbücher von unseren Anlagenherstellern. Na, also dementsprechend könnt ihr euch hier schon relativ viel anschauen und euch da mal genauer mit auseinandersetzen. So. Okay, das alles wie gesagt in der Videobeschreibung. Wenn ihr sagt, cool, ich will mich auch weiter damit beschäftigen und vielleicht ist auch die Energiewirtschaft ein Thema für mich. Ne? Wir haben ja ein Lernportal mit verschiedenen Inhalten und anderem auch mit sehr ausführlichen Kursen zum Thema Energiewirtschaft. Wenn ihr Quereinsteiger seid oder gerade kurz davor seid, bei einem Stadtwerk anzufangen, wir haben da das richtige Material für euch. Lasst euch das auch von eurem Arbeitgeber bezahlen. Gerade unser teurer Kurs, 20 Stunden für 700 Euro, lasst euch das natürlich von eurem Arbeitgeber bezahlen, keine Frage. Und dann habt ihr hier, denke ich, auch eine gute Quelle für weitere Infos rund um, naja, die Hintergründe, warum so ein Solar, Stecker-Solar, nicht einfach so ans Netz kann. Da steckt noch mehr dahinter. Wir müssen uns damit ein bisschen weiter ausführlich beschäftigen. Okay. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Co. habt, so bei Balkonkraftwerken, wenn ihr das vielleicht selbst betreibt und da coole Erfahrungen habt, dann gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.